freue mich, unsere Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Es ist soweit. Olympique Lyon gegen Juventus Turin. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie. Und ich freue mich sehr, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Ich freue mich, hier zu sein, und ich freue mich aufs Spiel. Er versucht einen Lupfer. Marquisio. Ein herrliches Zusammenspiel. Ander Herrera. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Rafael. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Higuain. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Basalli sieht, was er vorhat, und geht dazwischen. Ist das ein langer Ball? Thiago Motta. Higuain. Das Spiel hat so richtig noch nicht an Fahrt aufgenommen. Hier ist Bale. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Ab in den 16er damit. Versucht, die Gasse zu finden. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er steckt ihn durch. Durch die Abwehr. Manchmal erlebt man ja trotz eines 0:0, dass die Atmosphäre knisternd und prickelnd ist. Die schießen hier überhaupt nicht aufs Tor. Hier ist das wirklich nicht der Fall. Cuadrado. Tolle Aktion von beiden. Pogba. Ander Herrera. Oha, er hält drauf. Der Mann mit den 1000 Händen heute. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Morata. Tor für Juventus Turin. Das war das erste Tor dieser Partie. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das ist die Führung, davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Honda, Pogba. Bitte. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Der Ball kommt durch. Higuain. Das wird nichts. Weit vorbei. Da wird er gedoppelt. Er setzt sich trotzdem durch. Der Abschluss allerdings nicht optimal. Sonst hätte es hier geklingelt. Pogba, Honda, Cuadrado. Ein langer Ball nach vorn. Ob den jemand bekommt? Marquisio. Pogba. Ein Pass auf den Flügel. Caceres.
Raphael. Bale hat sich rechts gut durchgeschlagen, braucht aber jetzt Unterstützung. Marquisio. Hier ist Morata. Ein langer Ball über die Abwehr. Conalon. Bale. Raphael. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Ander Herrera. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Das hat man sich anders vorgestellt, aber noch ist genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Man braucht nun ein frühes Tor. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Olympique Lyon muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt. Aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den... Da ist es passiert! Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht im Abseits. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Und da ist die Hereingabe. Ah, da steht er nicht optimal zum Ball. Olympique Lyon auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen, das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Mutig, mutig. Sie suchen den Abschluss. Wenn es hier so weitergeht, gibt es eine unterhaltsame zweite Halbzeit. Und macht er den? Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Pogba. Ander Herrera. Honda. Ander Herrera. Es sieht gut aus. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Die Koordinaten dieser Partie werden neu gestellt. Ab jetzt ist alles wieder völlig offen. Ander Herrera. Pogba. Hat heute nicht gerade viele Freiräume. Sie lassen ihm wenig Zeit, sie lassen ihm wenig Raum, weil sie wissen, wenn er das hat, dann kann er eine Menge damit anstellen. Letztlich keine große Herausforderung für den Torwart. Also niemand darf behaupten, dass der Torhüter in dieser Situation über sich hinauswachsen musste. Olympique Lyon hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Er bringt ihn flach rein. Ein langer Ball. Schön weitergespielt. Cuadrado. Tor für Juventus Turin. War es das für Sie? Sie hatten doch den Ball. Sie hätten das Spiel beruhigen können. Sie hätten in Ruhe aufbauen können. Stattdessen der Ballverlust. Und dann die Strafe, die auf dem Fuße folgt. Das ist die Führung. Cuadrado. Er steckt ihn durch. Das ist die Chance. Das ist fantastisch von Higuain.
Also über den Unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich. Alles wieder offen. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Quatro Asamoah. Cuadrado. Lichtsteiner. Weit nach draußen gespielt. Ab in die Spitze. Durch die Abwehr. Roberto Pereira. Quatro Asamoah. Lichtsteiner. Im Vollsprint auf der Außenbahn. Er schlägt ihn rein. Der Torhüter haut ihn weit raus. Quatro Asamoah. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. So lange ist nicht mehr zu spielen. Weiterhin unentschieden. Wird es noch einen Sieger geben? Es dauert nicht mehr lange und dann wissen wir, ist es hier beim Unentschieden geblieben oder schafft doch noch eins dieser beiden Teams den Siegtreffer? Rafael, er schlägt ihn nach vorne. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Die Tür ist sperrangelweit offen. Er treibt den Ball durch. Das ist fantastisch von Higuain. Und wenn es einer schafft, dann er. Es bewahrheitet sich mal wieder. So einen Spieler kannst du nicht ausbremsen. Er gehört zu den Größten der Branche. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Sind wir hier beim Wintersport? Sind wir beim Slalomlauf? Oder ist das hier wirklich Fußball? Sensationell. Der Hattrick ist perfekt. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. Das sind Comeback-Qualitäten. Jetzt müssen sie das Ding nur nach Hause bringen. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Über die Abwehr hinweg. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Selbst durch den Rückstand hat man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben konzentriert weitergespielt und am Ende verdient gewonnen. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch, aber bevor es soweit ist,